So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Stappenbach. Wir sind jetzt hier stehen geblieben am Sägewerk und werden jetzt heute mal hier ein bisschen klar Schiff machen. Hab auch ein paar Planungen fürs Sägewerk übernommen. Das wäre schon mal an dieser Stelle hier, wo ich jetzt die Bretterpaletten habe. Habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut, ob man hier nicht für die Bretterpaletten Lager hinstellen können, dass wir die nicht die ganze Zeit so unter freiem Himmel liegen haben, weil die produzieren wir doch ziemlich schnell und viel und können gar nicht so viel verarbeiten. Deswegen werde ich mal die Baufirma fragen, ob man das vielleicht irgendwo mal zwischen reinschieben kann. Ob wir hier nicht ein kleines Bretterlager installieren können. Vielleicht kann ich das ja auch selber. Muss ich mit denen mal durchsprechen, was wir hier machen müssen. Ob wir hier eventuell pflastern können, wo wir das draufstellen und bloß ein paar Punktfundamente setzen. Muss ja bloß irgendwie ein Stecksystem sein. Das reicht ja voll und ganz. Hauptsache die Paletten sind im Trockenen. Dann würde ich sagen, werden wir mal so nebenbei hier auch den Traktor mal umrichten. Wir müssen jetzt dann Balken transportieren, Bretterpaletten hinter zur Leerpalettenproduktion schaffen, dass die auch losgeht. Hier die Hackschnitzel werden wir rausräumen und ins Lager fahren, dass wir hier überall wieder ein bisschen Platz haben, dass hier auch mal was vorwärts geht. Weil wir können jetzt oben auf der Baustelle eh nichts tun. Da muss jetzt die Baufirma vorlegen. Und wir können eigentlich nur warten. Und deswegen werden wir jetzt hier ein bisschen am Sägewerk arbeiten. Und sobald was Neues von der Baustelle gibt, werden wir natürlich hochfahren und uns das Ganze mal anschauen. Wie weit die da oben sind. So, dann hängen wir die Zange hier noch an. So, schauen wir mal, ob die Schläuche alle dran sind. Ja, das sieht, glaube ich, sehr gut aus. So. Und dann werden wir jetzt als allererstes mal ein paar von den Bretterpaletten hier rüberfahren. Jetzt schauen wir mal, ob wir mit der vollen Gabel hinkommen. Oder ob wir die zusammenfahren müssen. Geht ja mit der zum Glück. Müssen wir auch ein bisschen zusammen, sonst kommen wir da nicht hin. Oder kommen wir komplett vorbei, das wäre natürlich jetzt auch eine Sache. Ja, perfekt. Geht doch viel einfacher. Dann fahren wir sie gleich mal hinter. Und dann produzieren wir auch schon mal Leerpaletten. Für die umliegenden Unternehmen. Dann können wir nämlich auch langsam mal dran denken, hier ein bisschen Geld zu scheffeln mit unserem Sägewerk. Ich würde schon mal sagen, wir sind auf jeden Fall auf gutem Weg, dass unsere Existenz hier auch Gewinn verbuchen kann. Und das hoffe ich natürlich dann auch, dass das beim Hof so weitergeht, weil wir müssen ja schließlich auch unsere Schulden loswerden dann. Aber wir haben ja auch einen Gegenwert. Wir haben das komplette Sägewerk und wir haben unser Hofgrundstück, also Sicherheiten hat die Bank genug. Und wie sie ja gesagt haben, haben wir sogar noch Luft nach oben, was die finanzielle Situation angeht. Müssen wir halt mal schauen, wie weit wir kommen. Ich denke, spätestens wenn es an Maschinen geht, müssen wir
eventuell an eine Nachfinanzierung denken. Was ist ja dann das kleinste Übel, weil die Maschinen haben ja ihren Wert auch. Aber die Frage ist halt immer noch, in welche Richtung gehen wir? Klar, wir müssen auf jeden Fall, durch das, dass ich einen Kuhstall plan, müssen wir uns um Stroh, Heu, Gras kümmern. Das ist die Silage. Aber was machen wir sonst? Sollen wir noch irgendwelche Erdfrüchte mit anpflanzen? Kartoffeln, Karotten. Lauter so Sachen. Das sind alles Fragen, wo ich mir aktuell stelle und was wir da dann für eine Technik dazu brauchen. Wenn euch da was einfällt, schreibt es wie immer gerne in die Kommentare. Ich habe mir nämlich mal gedacht, dass wir ein bisschen in eine andere Richtung gehen und wirklich mal Richtung Kartoffeln und Rüben gehen werden. Vielleicht gibt es ja da ein paar schöne Maschinen für. Weil ich habe gesehen, dass es hier in Lappenbach nicht wirklich Kartoffelbauern gibt. Die gehen alle eher auf Weizen. Gut, müssen wir zwangsläufig auch wegen Stroh. Aber wir sollten halt in die Nische reinrutschen, wo nicht jeder hat. Dass wir halt auch den größtmöglichen Gewinn davontragen. Ich glaube, damit kann man gute Gewinne erzielen. Vor allem, falls man mal in die Direktvermarktung gehen möchte, was ich ja eigentlich irgendwann mal vorhabe, dass wir unsere eigenen Erzeugnisse, Eier, Milch, Kartoffeln selber direkt am Hof verkaufen, bleibt natürlich deutlich mehr bei hängen, als wenn wir es irgendwo hin verschiffen. Aber dazu könnt ihr mir gerne mal eure Meinung mit in die Kommentare schreiben. So, jetzt schauen wir erstmal, dass wir die Paletten hier wegkriegen, weil wenn das wirklich klappt mit der Baufirma, dass die uns hier noch irgendwie das Lager zwischen reinschieben, brauchen wir den Platz hier. Aber ich muss sagen, diese Gabel hier ist echt Gold wert. Der kann man alles transportieren, was wir hier so brauchen. So, genau. Apropos Händler, das habe ich ja ganz vergessen. Der Händler hat auch den Bagger von uns mit abgeholt, um ihn komplett durchzuchecken, um zu schätzen, auch mit dem Hänger zusammen und den Schaufeln, wo dabei sind. Und er hat mir sogar schon Angebot gegeben. Man muss auch berücksichtigen, die Maschinen sind alt, der Hänger funktioniert nicht wirklich. Aber er wird mir fürs Komplettpaket zwischen 20.000 und 25.000 anbieten können. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir? Im Endeffekt brauchen wir die Geräte jetzt hier nicht. Wie gesagt, das mit dem Holztransport ist eigentlich jetzt auf die war eigentlich im Angesicht des Aufwands, was wir betreiben hätten müssen, mit der Spedition eigentlich am lukrativsten. Wir haben das Zeug abgeholt, wir haben es nur verladen, wir haben es hier gleich hergefahren, wir mussten nur auf- und abladen und ging eigentlich deutlich schneller, als wenn wir das alles gemacht hätten. Also braucht man Hänger auf jeden Fall nicht. Und mit dem Traktor hier ist Abladen viel angenehmer als mit dem Bagger. Vor allem, weil er halt einfach multifunktional einsetzbar ist hier. Müssen wir uns nur noch eine Schaufel dazu kaufen, weil ich glaube, das haben wir nicht, dass wir die Hackschnitzel verladen können. Und dann sind wir eigentlich mit der Maschine hier
würde ich sagen, richtig gut ausgestattet. Klar war mal ein Radlader in der Überlegung. Aber dafür haben wir halt aktuell nicht wirklich das Geld, muss ich sagen. Es kostet ja doch um die 100 bis 150.000 so ein Gerät. Und das haben wir jetzt gerade echt nicht übrig. Vor allem nicht, weil es ja so auch geht mit dem Traktor. Und wir noch einen Fuhrpark brauchen, um den Hof zu bewirtschaften. Deswegen habe ich mir echt überlegt, ob wir es nicht wirklich verkaufen sollen. Weil wenn wir zwischen 20 und 25.000 bekommen, sagen wir mal 20.000, und wir kriegen eventuell, jetzt muss ich schauen, ob wir eine Schaufel haben, und würden eventuell noch eine Schaufel für unseren Traktor dazu kriegen, dann wäre das ja eigentlich gar kein so schlechtes Geschäft. Die Maschinen sind weg. Wir müssen nicht die kompletten Reparaturkosten dafür übernehmen. Und wir kriegen sogar noch was bei raus. Ui, da sind schon einige Paletten. Okay. Die hat man wohl vor unsere Seilwinde geparkt. Wenn ich es mir gerade recht überlege, bräuchten wir für die Paletten auch noch einen Lagerplatz. Müsste ich da auch mal anfragen, ob wir da nicht gleich auch noch ein Lager hätten. Bloß die Frage ist, wo stellen wir das hin? Vielleicht da hinten sogar. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir überall noch durchkommen. Mit den Holzstämmen und mit den Balken. Nämlich hier dann auch so ein Punkt, wenn ich hier das Lager hinsetze, müssen wir mal schauen, ob wir dann da mit den Balken noch durchkommen. Ich glaube schon, wenn wir das ziemlich nah an das Stammlager packen, müsste das eigentlich schon hinhauen. Ja, ich weiß, dass die Leerpaletten voll sind. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wo ich sie hinpacken soll. Wir müssen jetzt eh erstmal noch Platz machen. So, da ist die letzte noch, wo hier steht. Und dann haben wir hier noch die Balken, wo noch weg müssen. Achso, die hat er genommen und die nicht. Warum? Müssen wir mal schauen, warum er das nicht eingelagert hat hier. Ah, ne, geht doch. Müssen wir vielleicht mal hier schauen, wenn hier daneben noch ein Palettenlager passen würde, wäre es glaube ich auch nicht so ganz verkehrt. Und was ich mir schon überlegt habe, ob wir das Gelände nicht einzäunen lassen sollen. Da hier doch einige an Maschinen rumstehen, die nicht so ganz ungefährlich sind. Und hier kann ja eigentlich aktuell jeder aus Grundstück, was ich jetzt nicht gerade wirklich prickelnd finde. Es kommt halt alles auf die Kosten drauf an. Gehen wir mal davon aus, hier steht ein Lager.
So, dann packen wir die wieder. Müsste theoretisch schon gehen, ja. Wird zwar ein bisschen Rangierarbeit sein, aber das kriegen wir doch definitiv hin. So, dann kann das Sägewerk schon mal wieder produzieren. Und was wir auch noch beim Händler mal schauen müssen, ist, ob wir günstigen Hänger kriegen, dass wir die Paletten und das ganze Zeug auch verladen können und zum Verkauf bringen, weil alles hier mit der Gabel ist jetzt auch nicht so eine schöne Sache. Müssen wir mal schauen. Jetzt wären wir eigentlich so weit, dass wir hier eigentlich die Hackschnitze verladen könnten. Aber wir haben ja noch keine Schaufel. Aber wir können noch ein paar Baumstämme hinter ins Sägewerk fahren. Und dann kümmere ich mich danach drum. Mittags rufe ich da mal an und schaue, ob wir eine Schaufel kriegen. Und klär das natürlich mit unseren Maschinen ab. Dass wir die verkaufen werden. Oh oh. Oh oh, das wird... eine schwierige Sache, obwohl einer geht. Wenn wir immer einen transportieren, dann geht das schon. Natürlich vielleicht auch ein bisschen tiefer. Müssen wir allerdings mal schauen, ob wir hier hinten mit dem Ganzen durchkommen. Und wenn wir vorne ein Lager hinpacken, bitte das Schwie... Mist, wir müssen vorne durch. Unser Kelcher steht natürlich auch schon dementsprechend bescheiden. Hoffe ich, dass das Gewicht es mitmacht. Muss mir mal nur einer sagen, wie ich eigentlich mit meinen Baumstämmen dahinter kommen soll. Ist auch jetzt so eine Sache. Kommt von keiner Richtung aus dahin. Außer... gut, ich kann ja jetzt nicht jedes Mal außen rumfahren, vor allem nicht, wenn der hier kommt. Eine scharfe Kante. Macht der Traktor, glaube ich, auch nicht lange mit. Jetzt hoffen wir mal, dass hier keiner kommt. Und ich glaube auch, der Besitzer des Feldes findet das, glaube ich, auch nicht so witzig, wenn ich hier hinten durchfahre. Vor allem steht dann der Baum hier auch noch etwas im Weg. Aber das hier hinten durch würde gehen. Müssen wir mal schauen, ob wir hier eventuell noch einen Weg reinkriegen. Und natürlich muss ich es mit dem Besitzer abklären. Ob wir hier durchfahren können und auch einen Weg anbauen dürfen.
Weil sonst kommen wir hier echt nicht durch. Wir müssen jetzt jedes Mal hier außen rumfahren. Müssen wir schauen, ob wir hier vielleicht ein kleines Stückchen hier so einen Meter kriegen. Und hier noch einen Weg vorbauen. Am besten hierhin, zu seinem Weg. Und das da vorne noch ein bisschen anschrägen lassen. Dann können wir hier nämlich außen rumfahren. Muss natürlich auch alles mit der Gemeinde und Bürgermeister abgeklärt werden. Weil die Kante hier ist schon heftig. Das müssen wir so weit rüber. Weil wir sonst nicht wegkommen. Ja, da habe ich auf jeden Fall wieder einiges vor. Muss ein bisschen telefonieren mit der Baufirma, mit dem Bürgermeister, rausfinden, wem das Feld da hinten gehört. Ja, ich glaube, die Arbeit geht nicht aus. Die Arbeit geht echt nicht aus. Und das Sägewerk ist auch schon wieder so weit, dass man hier die Balken wegräumen kann. Weil sonst läuft es ja nicht mehr, wenn hier irgendwas voll ist. So, klemmen wir gleich wieder drauf. Und schon kommt Nachschub. Dann würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, ich kümmere mich mal um die ganzen Telefonate und kläre das Ganze mal ab. Und dann sehen wir uns wieder, sobald es hier was Neues gibt. Dann, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen freuen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, natürlich auch über ein Abo. Ansonsten schreibt mir alles in die Kommentare, was euch zum Projekt so einfällt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr gerne sehen wollt hier. Gerade auch was Weltwirtschaft betrifft. Einfach alles, was euch einfällt. Und dann jetzt euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.